Hallo zusammen, heute geht es wieder um quadratische Funktionen und zwar um Brückengleichungen. Viele Brücken haben ja eine Parabelform, deswegen eignen sie sich auch sehr gut als Anwendungsaufgaben, um zum Beispiel aus gegebenen Spannweiten und Höhen der Brücken eine Funktionsgleichung zu ermitteln. Schauen wir uns mal dazu eine Brücke an. Hier sehen wir, dass die Halteseile der Brücke eine Parabel darstellen. Oder wenn man eine Bogenbrücke hat, dann stellt dieser Bogen auch eine Parabel dar. Diese Brückenaufgaben sind sehr beliebt in Klassenarbeiten und kommen fast in jeder Klassenarbeit auch vor. Und deswegen werden wir zu den beiden Brückentypen auch je eine Aufgabe zusammen rechnen und sehen, wie man sie löst. Kommen wir damit zu unserer ersten Aufgabe. Eine Bogenbrücke hat eine Spannweite von 80 Metern, das ist hier wichtig, und eine Höhe von 20 Metern. Aus den beiden Angaben soll dann eine Funktionsgleichung erstellt werden. Bei solchen Aufgaben ist es immer wichtig, eine Skizze vorher zu machen. Und mit Hilfe dieser Skizze kann man sich das dann bildlich vorstellen, wie man jetzt hier vorzugehen hat. Zunächst einmal haben wir eine Spannweite von 80 Metern. Das bedeutet, wenn hier der Nullpunkt ist, dann ist das hier, sind das 80 Meter. Und die Höhe der Brücke soll 20 Meter sein. Das heißt, der Y-Wert des Scheitelpunktes ist 20. So, der höchste Punkt einer Parabel ist dann in solchen Fällen immer in der Mitte, das heißt, die Parabel ist symmetrisch. Und der Scheitelpunkt ist also dann zwischen den beiden, genau zwischen den beiden Nullstellen. Und das ist also genau dann in der Hälfte der Spannweite. Damit haben wir den Scheitelpunkt. Der Scheitelpunkt beträgt dann 40 und 20 für den Y-Wert. So, jetzt schreiben wir uns als erstes die allgemeine Funktionsgleichung einer Parabel auf. Das ist dann a mal x minus b zum Quadrat plus c. Das a ist der Streckfaktor, das müssen wir gleich ausrechnen. B und c sind die Verschiebungen auf der x-Achse bei b und die Verschiebung auf der y-Achse bei c für den Scheitelpunkt. Das heißt, wenn der Scheitelpunkt hier einen x-Wert von 40 hat, kommt das hier bei b rein. Und die Höhe ist 20, das ist dann der C-Wert. Das alles können wir jetzt in die Gleichung schon mal reinschreiben. Das A haben wir immer noch nicht, aber dafür haben wir das B. Das ist also x minus 40 zum Quadrat plus die Höhe ist 20 und das kommt nach hinten. Wichtig ist hier darauf zu achten, dass man hier den Scheitelpunkt bei 40 hat, bei plus 40. In der Klammer erscheint das aber als minus 40. Das ist immer so. Das liegt an dieser Formel, dass hier das b, das zwischen dem x und dem b, also dem x-Wert, ein Minus steht. Das bitte nicht vergessen. So, jetzt haben wir fast die gesamte Funktionsgleichung bis auf das a. Und für das a können wir jetzt Folgendes uns überlegen. Um das a zu berechnen, braucht man einen Punkt hier in dieser Zeichnung. Und wir haben hier zwei markante Punkte, das sind die Nullstellen. Einmal ist das 80 und 0, das ist ja hier die Nullstelle. Oder wir haben auch 0, 0. Beides würde gehen. Ich setze hier einfach diesen Punkt hier ein, also 80 zu 0, beziehungsweise der Punkt hier ist 80, ist der x-Wert und 0 ist der y-Wert. Und wenn wir das in die Gleichung hier einsetzen, also für y 0 einsetzen und für x 80 einsetzen, dann können wir das Ganze nach dem a hier umstellen und können das a berechnen. Machen wir das mal schnell, also für y ist das 0 gleich a mal, für x setzen wir 80 ein, minus 40 zum Quadrat plus 40. Und jetzt lösen wir das Ganze Schritt für Schritt auf. Erstmal minus 20. Minus 20 ist dann a in Klammern 80 minus 40 zum Quadrat. 80 minus 40 zum Quadrat hätten wir auch direkt ausrechnen können. Das ist a mal 40 zum Quadrat. Links ist immer noch minus 20 und auch hier können wir rechts 40 zum Quadrat ist 1600. Minus 20 und wenn wir hier geteilt durch 1600 rechnen, dann haben wir minus 20 durch 1600 ist gleich a. Und wenn man das in den Taschenrechner einsetzt, kommt da minus 0,0125
ist der Streckfaktor a. Und alles in allem ergibt sich damit dann folgende Funktionsgleichung. Y ist gleich minus 0,0125x minus 40 zum Quadrat plus 20. Das ist also die Funktionsgleichung für diese Brücke. Und das ist eigentlich immer nach demselben Schema. Und ja, so rechnet man diese Art von Aufgaben aus. Damit kommen wir zur zweiten Aufgabe. So, hier haben wir dann eine Hängebrückenaufgabe. Bei Hängebrücken sind die Stahlseile, diese stellen eine Parabel dar. Diese Parabel ist bei Hängebrücken immer nach oben geöffnet. Und bei dieser Aufgabe sollen wir zuerst die Funktionsgleichung hier herausfinden. Es sind hier drei Funktionsgleichungen vorgegeben und eins davon ist richtig und passt dann zu dieser Hängebrücke. Und wie gesagt, wir müssen uns also diese Parabel hier ansehen und entscheiden, welche Funktionsgleichung jetzt hierzu gehört. Wir haben hier gerade eben gesagt, dass die Parabel bei Hängebrücken immer nach oben geöffnet ist. Das heißt, der Wert vor dem x-Quadrat ist immer positiv. Und deswegen scheidet hier die Funktionsgleichung a schon mal dafür aus, weil hier vorne steht ein Minus. Demnach müsste die Parabel nach unten geöffnet sein. Ist sie aber nicht, deswegen kann also a schon mal nicht in Frage kommen. Dann ist es entweder b oder c. Und um das zu entscheiden, welche von den beiden richtig ist, schauen wir uns den Scheitelpunkt an. Der Scheitelpunkt hier hat den Wert 0,5, das heißt, der ist um 5 Einheiten nach oben in y-Richtung verschoben gegenüber der Normalparabel. Also muss hier in dieser Gleichung hinten ein plus 5 stehen. Und das ist bei Aufgabe bzw. bei der Gleichung 5 der Fall. Nach der Gleichung c müsste eigentlich die Parabel dann unterhalb der x-Achse dann verlaufen, bzw. der Scheitelpunkt müsste unterhalb der x-Achse sein, weil hier hinten minus 5 steht. Deswegen kommt also hier auch die c nicht in Frage. Häufig wird bei dieser Art von Aufgaben auch nach der Spannweite der Brücke gefragt. Das kann man eigentlich hier direkt aus der Zeichnung ablesen. Der eine Pfeiler ist ja bei minus 200, der andere ist bei plus 200 und dazwischen der Abstand ist 400. Das heißt, die Brücke hat eine Länge von 400 Metern bzw. eine Spannweite von 400 Metern. Und hier ist zwar die Funktionsgleichung schon angegeben, wir versuchen aber jetzt aus den gegebenen Werten, die man hier aus der Zeichnung ablesen kann, auch auf diese Funktionsgleichung zu kommen. Dazu schreiben wir zunächst einmal auf, wie die allgemeine Funktionsgleichung einer Parabel nochmal lautet. Das ist dann x minus b zum Quadrat plus c, das ist die allgemeine Parabel. Gleichung und jetzt setzen wir hier ein paar Punkte ein, um dann, wie gesagt, die Funktionsgleichung dann herauszufinden. Hier haben wir einen markanten Punkt und zwar haben wir hier oben p 280. 200 ist der x-Wert und 80 ist der y-Wert. Das werden wir alles gleich gebrauchen können und wir haben hier den Scheitelpunkt, der ist bei 0 und 5. Den Scheitelpunkt können wir schon direkt hier einsetzen. So, der x-Wert des Scheitelpunktes ist 0. Ach, jetzt habe ich das falsch geschrieben, nochmal bitte. Also x minus 0 zum Quadrat und das Ganze ist verschoben um 5 Einheiten nach oben und so haben wir dann a mal x Quadrat plus 5 als Funktionsgleichung. Jetzt muss nur noch das a berechnet werden und das können wir mit Hilfe dieses Punktes hier machen. 200 zu 80. 200 ist wie gesagt der x-Wert, 80 der y-Wert. Das setzen wir einfach in die Gleichung hier ein. 80 ist der y-Wert und 200 ist der x-Wert. So, hier holen wir die 5 rüber, dann haben wir hier 75 ist gleich a mal 200 zum Quadrat ist 40.000. So, jetzt teilen wir das Ganze durch 40.000
Und dann kommt hier 0,001875 für das a raus. Und daraus ergibt sich dann folgende Funktionsgleichung. Das ist dann 0,001875 mal x. Da können wir die Klammer eigentlich schon weglassen. X² plus 5. Und das ist genau dieselbe Funktionsgleichung, die wir auch hier vorgegeben bekommen haben. Das war jetzt eine Aufgabe zu diesen Hängebrücken und damit haben wir eigentlich beide Brückentypen besprochen und ich hoffe, da sind jetzt keine Fragen mehr offen geblieben. Falls doch, schreibt mich ruhig an und ich versuche dann darauf zu antworten.